Yeah, I'm looking good. Hallo, meine Freunde. Warum sehen Sie mich so an? Da sind wir wieder. Sagen Sie es ihr. Was sagen? Was zur Hölle ist hier los? Als Sie den Xenomorph im Gesicht hatten. Ich hab doch gesagt, der war tot. Mit mir ist alles in Ordnung. Sah er knochig aus und weiß? Fast wie eine Spinne mit Schwanz? Ja, mein Hals tat etwas weh, aber ich bin okay. Bella, Sie werden sterben. Woher wollen Sie das wissen? Das ist mit Keith passiert. Wie lange? Stunden, vielleicht einen Tag. Ich muss mich übergeben. Los, weiter. In der Nähe gibt es eine Kolonie. Hedley's Hope, oder was davon übrig ist. Unsere Funkverbindung nach da unten funktioniert nicht. Wir müssen alle, die von Yasulako übrig sind, dorthin bringen. Was ist da geschehen, Sir? Der atmosphärische Prozessor ist anscheinend mit der Wucht einer 40-Megatonnen-Bombe in die Luft geflogen. Das klingt nicht gerade erfreulich. Das ist alles, was wir haben. Also weiter. Sir, wollen Sie uns verraten, was da mit Wei Yu passiert ist? Ich denke, es ist klar, dass sich die United States Colonial Marines mit Valent Yutani im Krieg befinden. Okay. Na, schau mal einen an. Was ist los, Bishop? Bleibst du hier oder was? Okay. Aha, Wasser auf dem Schirm. Naja, gut, das könnte auch besser aussehen. Aber na, ich will mich nicht beschweren. Ah, ich gehe mal hier lang. Man weiß ja nicht, was hier so ist, ne? Vielleicht finde ich ja was Schönes. Autschi. Jetzt ab. Was gibt's denn überhaupt hier zu finden? Audiologs Erkennungsmarken und... Gormans Pistole. Der ist dann ein Wichser gewesen, der Gormand, aber... Was anderes. Sir, was wissen Sie über die Marines, die vor 17 Wochen hergeschickt wurden? Dasselbe wie Sie. Zwei Truppen mit einer Valent-Yutani-Begleitung und einer Zivilistin. Die Zivilistin, ein Warrant Officer namens Ripley, Corporal Hicks und ein kleines Mädchen waren die einzigen Überlebenden des Planeten, die es auf die Sulaco geschafft haben. Sie waren im Kryo-Schlaf, als sie auf Fury 161 gelandet sind. Heißt das, Wayland ist an Bord des Schiffes gegangen und hat es hierher gebracht? Warum? Das macht doch keinen Sinn. Nein, macht es nicht. Augen auf, Raid. So kann man es erklären. Falls die Leute sagen, die Story macht keinen Sinn. Die sagen selber, es macht keinen Sinn. Ja, gehen wir aber weiter, oder? Hadley's Hope. Okay, sieht nicht mehr so schön aus hier. Okay. Gucken, was ich da alles finde. Hadley's Hope. Population 158, nicht mehr, oder? Ah, das klingt Habt ja... Habt ihr das auch gehört? Ja. Ich will nicht bleiben und rausfinden, was das war. Ich auch nicht, mein Freund. Es sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber Hadley's Hope ist unsere beste Chance. Dort können wir eine Operationszentrale aufbauen. Na, wenn du das sagst. Wenn du das sagst, dein Wort in Gottes Ohr. Also gut, dann zur Operationszentrale und absichern. Wir müssen über 100 Leute zusammentrommeln. Was, über 100 Leute?
ist ja ein Ding. Schau mal einer, guck. Gut. Machen wir doch glatt. Ach ja. Mir macht's Spaß. Scheiß auf die Hater, mir macht Spaß. Ein Teufelskreis. Ich muss mal ganz kurz telefonieren. Aber jetzt geht es doch ohne große Umschweife weiter ins Verderben. Oder hoffentlich auch nicht. Hadley's Hope. Ey, geil, das Loch kenne ich aus dem Film. Da stehe ich ja jetzt drauf, ne? Was stehst denn du hier rum? Übst du Surfen oder was? Dumme Kuh. Du bist eh schon fast tot. Kochen wir uns doch mal was auf der Mikrowelle. Oder in der Mikrowelle. Mom, ich bin's, Anne. Ich weiß, ich wollte dich nicht mehr um Geld bitten, aber ich... Wir müssen nach Hause. Und die Firma zahlt nicht für ein Shuttle. Es geht um Russ. Wir haben dieses Ding gefunden. Ich dachte, es hätte ihn getötet, aber dann ist es gestorben. Einfach gestorben. Er sagt, es geht ihm gut, aber ich habe ein komisches Gefühl und... Mama, bist du okay? Dad wartet in der Cafeteria. Okay, Newt, einen Moment, Schätzchen. Ich rufe wieder an, Mom. Hey, die Mutter von der Newt. Na, schau mal, na, guck. Für alle, die nicht wissen, wer Newt ist, das ist die Rebecca. Und zwar... Das ist die Kleine, die, auf die die Ripley die ganze Zeit aufpasst in Aliens, die Rückkehr, also in Alien 2. Ich will das nicht. Mama, ich darf nicht. Ja, sieht ja echt aus wie bei mir zu Hause, das ist ja echt schlimm, ne? Aber ich finde so vom... Mein Radar empfängt was. Vom Art-Design finde ich es recht geil gemacht eigentlich. Ich gehe erstmal hier hinten hingucken. Man weiß ja nie, was man so finden tutet. Sie haben nur irgendjemandes Habseligkeiten aufgespürt. Mann, keinen Fehlalarm bitte. Hey, Bishop. Finde ich ja geil, dass sie auch Originalsprecher haben. Zum Beispiel Michael Biehn und Lance Henriksen. Finde ich gut. Nimm deinen Tornister von meiner Nase weg. Verdammter Android. Ja, falls noch keiner gemerkt hat, er ist ein Android. Die, die sich mit Alien nicht auskennen, also... Hier, der Tornistermann ist El Robotnik. Oder so ähnlich. Gut, mal gucken, was wir hier so finden auf... Hadley's Hope. Ach, ich sag's euch, nach der Spätschicht aufnehmen. Vor der Spätschicht ist auch scheiße irgendwie. Da komme ich immer nur zum Rennen und nicht zum Hochladen, deswegen kommen die Parts immer nur nachts bei mir. Schweißen Sie die verdammte Tür auf. Die? Nö. Pff. Wenn ich das will, dann schweiß ich's auf. Ist ein Bimbo oder was? Na egal, ich hab nichts gefunden, also schweiß ich sie sogar auf. Bishop, sehen Sie, was Sie tun können. Natürlich, Sir. Legen Sie die Smart Gun dort auf den Tisch. Winter, machen Sie sich am Terminal zu schaffen und bringen Sie den Tisch zum Laufen.
ein Audio gefunden und eine von 4 Erkennungsmarken. Naja, das startet doch schon mal nicht schlecht. Jetzt brauche ich noch die legendäre Waffe. Oh. Ah, ich feel so slimy. Oh, das ist ja toll gut geschützt hier, ne? Wenn wir angegriffen werden. Hebel? Nö. Hm. Was müssen wir nur machen? Oh. Nö, ich nehme keine Befehle entgegen. Ich bin Anarchist. Ich bin mein eigener Herr. Also gut, bewegt euch hierher. Bishop und ich werden hier alle Systeme diagnostizieren, die starten. Bella und Raid gehen zum Funkturm und stellen eine Verbindung zu unseren Jungs da draußen her. Holt alle hierher. Tja, ich würde sie gern begleiten. Ich könnte sie beschnitten. Sparen Sie sich das, Babyface. Sie gehen mit Winter sich in die Umgebung und bringen Bewegungssensoren an, die wir überwachen können. Verstanden. Wird erledigt, Sir. Mhm. Gut. Hat mich der Captain gerade Babyface genannt? Jawohl, Babyface. Bringe die Sensoren an. Ich will wieder zurück. Ich weiß. Hiermit schützen wir uns alle, nicht nur Bella. Wir brauchen Bella nicht mehr beschützen. Bewegungssensor platzieren. Ja, ihr macht mir Freude, also hier schon mal nicht. Ist bestimmt irgendwas aufgegangen, was eben noch nicht auf war hier hinten. Wo ich schon mal war. Hey Reed. Ich beobachte nur die interessanten Sachen. Du solltest keine Pampers tragen, das macht einen fetten Arsch. So jung und schon inkontinent. Und jetzt? Und jetzt? Oh. Ich weiß, ich bin dumm. Bishop, hier ist 3-3. Der erste Bewegungssensor ist angebracht. Verstanden, Winter. Bleiben noch 4 weitere. Okay. Ja, mei, bin dabei. Oh, oh, geil, geil. Aufstieg, nie mehr zweite Liga. Motherfucker. Oh, es gibt was für die Schrotflinte. Was gibt's denn hier? Schulterstütze, alternativ zum WYMK221 Visier, enthält ein hydraulisches Gegengewicht, das die gefühlten Rückstoßeffekte erheblich reduziert. Warum eigentlich nicht? Das ist doch schon mal nicht schlecht. Absorbieren schafft gefährdete Gewehrschaft. Verstellbare Federn absorbieren einen großen Teil des Rückstoßes und machen diesen kontrollierbarer. Schallnerwerb brauchen wir nicht, aber das ist gut. So, Sturmgewehr haben wir ein bisschen geupgradet. Was nicht alles gibt. Ah, jetzt weiß ich auch, wie das geht hier. Ich nehme Ripley's. Alter! Boah, da ist ja alles drin. Kettelsmarken aufheben. Moment mal, das habe ich doch gemacht. Ah, ich habe einen Bug gefunden. Aber mit dem kann man nicht zielen. Okay. Was haben wir noch?
Normaler Schrott für den Pumpgun, Ripley's Pulsgewehr. Sturmgewehr. Okay, warum nicht? Was können wir dann noch mit dem Sturmgewehr Feines machen? Splitterladung, Sprengköpfe und Gasantrieb. Ojo. Und das war's. Aber das testen wir jetzt noch nicht, weil ich muss noch 20 Gegner killen. Mit der Schrotflinte. Ah, hey. Vielleicht ist jetzt auch dieses... Ah, okay, jetzt ist es weg. Der zweite Sensor ist jetzt aktiviert. Verstanden, 3-3. Machen Sie weiter so. Ich wusste die ganze Zeit nicht, wie man die Waffen austauscht. 4 Schuss. 0 Schuss. Ey, die stehen immer noch von Alien 2 hier. Ist das geil? Ist das geil? Vor allem, wenn man die Filme kennt und auch den Gang kennt und weiß, wie viel Schuss die Geschütze hatten. Also ich finde das sehr geil, dass es so akkurat umgesetzt wurde. Alle Waffen leer. Keine einzige Patrone. Nein? Keine einzige? 4! Pass mal auf hier. So. Moment, dann gucke ich erstmal, was hier noch ist. Ich will so eine Smart Gun haben. Wie geil wäre denn das bitte? Ah, okay. Wäre ich sowieso nochmal vorbeigekommen. Okay, dann komme ich ja halt auf gleich nochmal vorbei. Und das Sturmgewehr, das testen wir dann mal Gelegenheit. Bishop, die Verbindung zu Sensor 3 sollte stehen. Over. Verstanden, Winter. Klares Signal auf Sensor 3. Sehr gut. Was gibt's denn eigentlich noch alles für Sturmgewehr? Sabierender Schaft, Schalldämpfer, gut. Das war, wurde auch im Test von GameStar moniert, wozu es so einen Scheiß wie Schalldämpfer gibt in einem Spiel, wo man sowas gar nicht braucht. Tja, wenn man mal den Test richtig machen würde, weil die Erweiterung, die man hier freischaltet, hat man auch im Multiplayer und da kann Schalldämpfer vielleicht durchaus was nützen, ihr Nulpen. Ah, ich muss das schon wieder sagen. Oh, das ist eigentlich geil, teleskopisches Zoom-Visier. Also beim nächsten Upgrade. Warum nicht? Feuermodus. Sabierender Schaft finde ich gut. Jetzt gucke ich erstmal da hinten und dann gehe ich wieder zurück. Ich muss ja alles untersuchen, ne? Ich bin ja neugierig. Ich brauche Erkennungsmarken. Hey. Okay, Bishop. Sensor 4 müsste funktionstüchtig sein. Verstanden, Winter. Einer noch. Mhm. Einer noch. Voll der Horror. Oh, hey. Einfach nur, weil ich's kann. Lustigerweise, mir hat es hier das Spiel zerschossen gehabt. Ich konnte es nicht mehr starten. Bei Steam gibt es ja lustigerweise diese Funktion auf Fehler überprüfen oder da auch direkt eine Datei von 11 MB wieder runtergeladen. Also es hat durchaus noch seine Macken. Das Spiel, das stimmt wohl. Aber nun ja. Solange sich das so leicht beheben lässt, will ich jetzt nicht groß meckern, ne? Okay.
Ja, sorry, wenn ihr es ein bisschen langweilig findet. Ich muss alles kontrollieren. Weil diese ganzen Marken und ganzen Herausforderungen, die es gibt, das gibt alles Erfahrungspunkte, die wieder Waffen-Upgrades freischalten. Und Upgrades für Waffen sind nie verkehrt. Sind nie verkehrt, sage ich euch. Was haltet ihr eigentlich bis jetzt von dem Spiel? Schreibt es mir doch mal in die Kommentarskis. Findet ihr das interessant? Würdet ihr es euch auch angucken zum Vollpreis, zum Budgetpreis oder überhaupt? Oder sagt ihr, das ist alles euch etwas zu oldschoolig von der Aufmachung her, technisch und wie auch spielerisch? Und das ist gar nichts für euch? Oder mögt ihr das Alien-Universum nicht? Seid ihr Fan von Alien? Das sieht nach einer Ausstiegsluke für Gegner aus. Ja, schreibt es mir doch mal in die Kommentare, das würde mich echt mal interessieren. Weil das Spiel polarisiert doch momentan sehr stark, die Tests sind überwiegend schlecht. Bei den Fans geht es sehr weit auseinander, die bashen sich alle gegenseitig. Und ich sage ganz einfach nur, ja, es hat seine Fehler, aber die muss man auch richtig begründen. Deswegen bashe ich ja jetzt die ganze Zeit GameStar. Weil gerade so Sachen wie auch mit den Waffen-Upgrades, Schalldämpfer und so ein Kram, wenn man nicht richtig recherchiert, dann sollte man auf gut Deutsch sein gottverdammtes Maul halten. So. Und falls ich irgendwas mal falsch wiedergeben sollte, dann dürft ihr mich natürlich korrigieren. So viel Fairness muss da dann schon sein. Bitte kommen. Von mir aus. Einsatzbereit. Sie sollten ihn empfangen. Bestätigen Sie. Roger Winter, das sieht sehr gut aus. Na. Bishop, was geht hier vor? Stromstöße. Winter und O'Neill, der Sensor im Leichenraum ist ausgefallen. Seht euch das mal an und kommt zurück zur Zentrale. Actual over. Gut, dass ich gerade da war, hä? Huh? Winter, O'Neill, irgendwas ist euch auf der Spur. Bewegt euren Hintern umgehend zur Operationszentrale. Komm her. Komm. Komm her, du Arschgesicht, du Blödes. So. Ach klar, dass die jetzt hier wieder einen auf dick machen müssen. Okay. Du darfst vorgehen. Ich erlaube es dir recht feierlich. So. So sieht das aus in meiner Welt. Nachladen. Oh, ein Spitter. Keine Feinde vorhanden. Bin ich kein Freund von euch. Muss ich ganz ehrlich mal sagen jetzt, ne? Autsch. Bam. Mehr sage ich dazu nicht. Ich muss doch das Achievement machen, von wegen 20 Feinde mit der Schrotflinte töten. Oh hey. Hahaha. Rat mal, wer kein Bein hat. Rat mal, wer noch kein Bein hat. Einmal Knie, immer Knie. Ich weiß, wovon ich rede.
Ach, ich stehe auf die Musik und auf die Sounds. Ganz ehrlich. Mag die Grafik nicht die allerbeste der Welt sein, aber die Musik und die Sounds gehen ab. Ah, da geht's zur Zentrale. Oh ne, da geht's nicht zur Zentrale. So, wer ist denn am Kämpfen? Ah, hier. Autsch! This worked out not so really well. Ach nö, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen, oder was? Au! Das war ja total gut geschossen von mir. Was haben wir denn für Waffenaufrüstung eigentlich für das Pumpgun? Abgeschrägten Ladeport, möglichst schnellere Ladezeiten. Laufdrosselung. Ich hab Granaten, oder? Normalerweise. Du machst das. Komm. Nachladen. Was bist du für einer? Da läufst du aber auch mit dem T-Shirt rum, wenn hier Säure rumfliegt, gell? Bist aber auch zu dumm. Ha! Man könnte fast meinen, ich hätte es geahnt, ne? Nochmal einmal Knie, immer Knie. Und weil es auch schön war. Boah, du bist so abgrundtief. Hässlich. Kleines. Giftspuckendes Miststück. Ja, ich würde ja jetzt das Sturmgewehr normalerweise testen. Aber ich will ja dieses Feine mit der Pumpgun töten. Arschloch. Lass mich. Aber wie schießt denn du? Oi. Bei Kopfschmerzen hilft Aspirin. Naja, nicht in jedem Fall. Ich glaube, hier könnten wir ein bisschen mehr brauchen. So, hör mal, wo muss ich jetzt durch? Nee, hast du nicht.
Darf ich jetzt mal weiter hier? Okay. Okay, okay, okay. Kontrollpunkt erreicht. Kleine Scheißerchen, was? Winter, da war doch ein altes Sensorgeschütz auf Ihrer Kamera. Wissen Sie noch, wo es war? Ja, Sir. Wir holen es uns. Verstanden. Ich glaube, da war eins auf dem Flur. Ich weiß, wo es war. Kommt noch einer mit? Ach, warum ich denn alleine? Ach, O'Neill, du bist ja schon da. Mir nach. Ich geb dir Deckung, Mann. Okay. Wo soll ich denn das aufstellen? Bitte, stellen Sie das Geschütz neben die Munition. Okay. Soll ich austeilen? Gut, und jetzt? Wir haben noch einen. Das geht gut. Tschüss. Ha! Jeder Schuss ein verfickter Treffer, verfickt. Nachladen. Sammelt euch. Wir haben die Generatoren überlastet, als wir den Strom umgeleitet haben. Ja, ja, ja. Rita und Bella sitzen im Dunkeln. Wir müssen den Funkturm unbedingt zum Laufen bringen, um Kontakt mit unseren Marines aufzunehmen. Allein überleben wir hier nicht lang. Es okay. Ein Tunnel, der direkt dorthin führen sollte. O'Neill, Winter, nehmt die Smart Gun mit. Holt die Mädels zurück. Durch das Abwassersystem kommt ihr zum Funkturm, verstanden? Okay. Verstanden, Sir. Winter, in hier. Alter. Jetzt bin ich der verfickte Abgesandte direkt aus der scheiß Hölle. Muss ich überhaupt lang? Ja, ja, wo lang? Hier lang? Okay. Oh, hey. Aber du hast... Mann, ey. Du bist voll schnell, weißt du das? Man sieht nicht besonders viel mit der Smart Gun. Das ist der Nachteil. Aber es ist ein verdammt krasses Gerät, offensichtlich. Boah, das ist schon unübersichtlich mit dem Ding. Erstmal gucken, ob hier hinten noch irgendwas liegt. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht, ne? Freunde der Sonne. Gerade jetzt. Wo ich so gut sehe. Scheint mir fast so, als wäre es einfach nur draufrotzen jetzt, wenn was kommt, weil übersichtlich ist das Ding nicht. Kann man ja nicht gerade behaupten. Trotzdem gucke ich erstmal, ob hier hinten was ist. Nein. Sieht nicht so aus. Da tut sich was auf meinem Radar. Mach dich
bereit! Ja. Die ist echt smart. Die zielt automatisch. Fragt man sich doch, warum die immer so schlecht treffen, ne? Okay. Ohne die hätte ich hier auch schlechte Karten, glaube ich, in dem Gang. Das nenne ich Spaß. Errungenschaft. Ja, das nenne ich... Krassen Munitionsverbrauch nenne ich das. Das Ding ist ja bald leer. Soll ich noch jemals an mein Ziel kommen? Kann ich das mal verraten? Naja. Okay. Bäh. Mistviecher. Oh. Reich mir die Flosse, Genosse. Sparsam mit der Munition, Winter. Hier unten gibt's keinen Nachschub. Hahaha, das sagst du mir jetzt, ne? Ja, grunzt er so blöd. Erkennungsmark. Yeah! Oh, Vasquez! Jeanette Vasquez. Lustigerweise, die Schauspielerin, die Vasquez gespielt hat, heißt mit vollem Namen Jeanette Goldstein. Hat auch die Mutter von John Connor gespielt. Oder die Pflegemutter von John Connor in Terminator 2. Erkennt man gar nicht. Ist aber so. Finde ich ja dann witzig, dass sie dann auch Jeanette Vasquez heißt. Hier ist 2-1. Die Kanalisation ist kompromittiert. Hören Sie mich? Was ist mit Bella und Reed? Over. Verdammt nochmal. Hier ist 2-1. Hört mich jemand? Hier hört dich niemand schreien. Ja, scheiße war's, ne? Bin ich mich Smart Gun los. Mann. Habe nicht so gedacht, dass ich rückwärts laufe. Verdammt! Und jetzt? Hahaha. Ihr macht mir Freude, gell? Okay, da ist irgendwas. Aha.
Komm. Hat euch das gefallen? Weißt du was? Okay. Wo ist eigentlich mein Kompatre, mein Toller? Nirgendwo, so wie es scheint. O'Neill, wo um alles in der Welt sind wir da reingeraten? Hier lebt irgendwas ganz Fieses. Waffen entsichern. Aber nur schießen, wenn es sein muss. Laura, aufgepasst! Alter. Weg, 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 weg. Das war gar nicht gut. Noch zwei. Ja, ja. Na! Aha. Alter. Kontrollpunkt erreicht. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Nachdem sie fertig geredet haben. Signal verstärkt. Verstanden? Verstanden. Wir hören Sie jetzt schon. Das Signal ist schwach, aber wir können Sie verstehen. Verstanden, Tuan. Wir sehen Sie. Sie sind etwa 30 Meter vom Aufzug entfernt. Verstanden, Sir. Alles klar. Haut rein. Bis dann. Cheerio. Und Hurra!